Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Den Tausenden von Verletzten und den Alten. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückbringen. Warum sagen Sie es ihm denn nicht? Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Hören Sie gut zu, Mensch. Führer, du bist die 9. Armee verloren. Sagen Sie, Bosse, wir sollen kämpfen, wo er steht. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sie wieder fangen. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, wir brauchen eh keiner mehr. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir können den Gruppenführer Fegelein irgendwo finden. Ach, Unsinn! Ja. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzureihen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Der Russe steckt 12 Kilometer vor Stuttgart. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen? Es ist mein Wille! Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Der Russe steckt 12 Kilometer vor Stuttgart. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Dort! Dann soll die Armee kehrt machen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Die in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Verräter! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Sie ist ohne Ehre! Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Verrat! Nur wenn Sie den hellen Tod sterben wollen. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Wieso behaupten Sie, ein Angriff wenn es sei unwahrscheinlich? Göring kann und darf nicht sein. Ich werde noch... Ich will sofort zum Bericht! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich brauche 200 Liter Benzin. Benk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Abend, Sinner! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ach, Unsinn! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Handeln! Die Logik der Frau. Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Fegelein! Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln? Seien Sie vorsichtig. Fegelein! Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, warum sagen Sie es ihm dann nicht? Diese Verräterin bezahlt! Göring! Feiglinge! Verräter, Versager! Hört der Schleichter dann gleich wieder ab?
dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein Parfümel von Bates! Evil hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Bitte mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz rausgeben. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ihr Anzug in Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Holen Sie mir, Fegelein! Wie bitte? Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Er war korrupt, immer schon. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was muss getan werden? Bringen Sie mir Federn! Saufen in Ihrem eigenen Blut! Wenn du nicht Vegetarier ist. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Ja, das ist auch ein Hindernis, selbst wenn das Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt? Fegelein! Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Zusammenreißen! Das reicht! Turner, Sie auch. Immer rein, gute Stuhl! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Die Logik wird schon auf. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wenn ich diese maßlos geworden bin. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen.